Wunderschön. Naja, komm, weiter geht's. Ach, guck mal da unten. Das hätte man sich auch sparen können. Und ein Kriegshammer. Komm, ich geh erstmal auf den kleinen. Ja. Und ein Ehrungspunkt. Ich hätte gerne Mana. Oh. Na? Du hast auch nur Knochenmehl dabei. Eine gebratene Ratte. Wo ist eigentlich dieser riesige Typ gewesen, den ich durch die Gegend geschleudert habe? Na, erstmal die Truhe durchsuchen. Habe ich den nicht hier? Verdammt, wo habe ich den hingeschleudert? Nein. Der hat auch bestimmt irgendwas Geiles dabei gehabt. Hallo? Ach, verdammt nochmal. Habe ich den jetzt irgendwo weggeschleudert und ich weiß nicht mehr wo. Nein, das war der Fürst. Der hatte den Streitkolben dabei. Naja, egal. Schade. Hm. Wo willst du hinlaufen? Ja. Gut. Ah, Glimmerstaub ohne Ende. Okay. Ja. Abzweigungen. Scheint, als müssen wir uns... Oh, Moment mal. Auf der Tafel hier steht etwas. Kuyara nem Hoyesa nem Gandila Bayara. Interessant. Ja? Ich übersetze es gerade. Nashiri könnte das besser. Mit dem Alter wird man eben doch langsamer. Aber... ich glaube, das bedeutet so viel wie... Der Krieger, der Weise und der Dunkle zusammenführen das Licht. Ah ja. Und seht mal da, über den Eisenturm. Juraya, Juresa, Gandila. Der Krieger, der Weise und der Dunkle. Klingt für mich, als befindet sich am Ende eines jeden dieser Gänge etwas, was wir benötigen, um zum Licht zu kommen. Das sind doch alles die gleichen Sachen. Das heißt dann also aufteilen. Seht ihr die Druckplatten? Für mich sieht das aus, als müsste sich jeder von uns auf eine stellen, damit sich das Gitter öffnet. Den Weg des Weisen sollte ich gehen. Josef, was ist mit euch? Den des Kriegers? Schön. Dann bleibt für euch noch der Weg des Dunklen. Also, los geht's. Wir treffen uns dann beim Licht. Kommt, stellt euch auf eure Platten. Wieso bin ich jetzt der Weg des Dunklen? Der Weg des Dunklen. Mhm. Gut,
Mein Gitter ist offen. Konstantin? Meins auch. Dann mal los. Wir sehen uns am Ende des Tunnels. Toilette am Ende des Ganges. So, dann mal gucken, was hier drin ist. Oh. Das, nicht cool. Komm mal nach oben. Und so sieht es aber nicht mehr schön aus. Hallo, Freund, komm mal mit hier. Da hast du deinen anderen. Ja, weg hier. Das war ja irgendwie klar. Objekte. Ress mir die Brezel. Mana-Tanken. Ein paar Groschen. Stahlpfeile. Noch ein paar Stahlpfeile. Was denn das für ein Teil? Ah, gucken wir mal nach. Der Zauberbrecher. Mit einem Schild. Okay. Erzeugt der magische Schild beim Blocken, das 23 Schadenspunkte absorbiert. Preise werden um 5% besser, schleichen machen. Erhöht die Ausdauer um 10 Punkte Magieresistenz machen. Lichtmagie habe ich ja nicht. Mana regeneriert 4 Punkte schneller. Okay. Also das Ding ist cool. Brauche ich nur. Anständige Seele um. Ist das hier deren Ernst? Das ist der Eingang. Da ging es nicht weiter. Okay. Dann würde ich sagen, speichern mal.
Gut, dass ich gespeichert habe. Denn das tat weh. Das tat wieder weh. Oh mein Gott. Das Ding ist ekelhaft, aber es war irgendwie zu einfach. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen, ne? Rolle da was? Frag mich, wozu ich dieses... ...ganze Mana-Salz gebrauchen kann. Aber... Mal gucken. Noch ein Mehl. Alte Vagabundenstiefel, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Leer. Ja, Genesungstränke. Ah, nein. So. Wo geht's jetzt hin? Hier hoch? Böse. Du bist da. Aua! Jetzt verstehe ich, warum ich diesen Schockschutz dann dort hatte. Na? Noch mehr Runenpfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Stechpalme. Ne. Oh. Innenthaler Groschen, okay. Was sind denn die Selenas Marsch Set Gegenstand? Verbessert schwere Rüstungsfähigkeit um 8 Punkte.
Die sind gut. Hier noch irgendwas? Na gut. Autsch. Okay. Erstmal speichern. So. Dann gib mir ein Krustenbrot und den Schockschutztrank. Ja. Gut. Okay. Das ist vielleicht nicht ganz so klug gewesen. Aber ich muss jetzt auch kurz aufpassen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Ja. Bis gleich. Hau rein.